let myself be tricked like this. Das ist die Freiheitsstatue? Wow. Okay. Den Atlantik gibt es anscheinend nicht mehr. Holy shit. Ich wusste mehr oder weniger, wo sie lebte. Not how she lived. I would say below poverty line. If not for the fact that I've crossed the poverty line 100 levels up. Somehow I have to find her. Wow. Sarah needs electricity. Lots of it. These converters look new. Let's see. Hab ich das Richtige genommen? Da liegt der Kopf der Freiheitsstatue. Okay, sieht wirklich sehr danach aus, als ob es den Atlantik nicht mehr gibt. Auch nett. Broken cables for sure won't lead me to her. These cables come out of the converter. Sarah, where are you? Krass aus. Sieht echt super krass aus. Doesn't seem connected to the net. Damn it. Electric current powers up the antenna. It must be operational. Sarah needs to communicate somehow. We need to get a closer look. Okay. Er ist echt krass mutig, dass er überall aus, egal wie hoch er ist, überall da irgendwelche Türen aufmacht und dem Abgrund entgegenblickt. Ah, dieser Typ. Genau. Lande direkt vorm Gesicht der Freiheitsstatue. Lady Liberty. Down in the dirt. At least she stayed right here with her people. No one else did. Ja, Straws the most of it. Folgen wir mal den Kabeln. Sarah, wir kommen. Oder auch nicht. Sarah, wir kommen. Direkt unter der Freiheitsstatue. Ja, warum nicht? Sarah? So kündige ich mich auch immer an. Sarah, Tür auftreten. Das letzte Haus rechts. Finde Sarahs Aufenthaltsort. Get me drunk with fear. But I had nothing to lose. And had been drunk already for a week. Mhm. Ja. Go away. What ich bin doch gerade erst angekommen. Wo soll ich denn schon wieder weg? Ah, Puppen. Uncool. Sehr uncool. Das fand ich jetzt nicht schön. Oh nein. Oh Gott. Ich schon wieder. Oh Gott, ich habe keine Pillen mehr. Fuck. Haben wir noch Whisky? Hab ich noch Alkohol? Habe ich noch Alkohol? Nee, okay. Es geht anscheinend. Ich weiß ja nicht. Was zum Henker? Puppenhand. Was war das gerade?
Habe ich denn damit? Ich mich. Ah, ich kann hier weiter, okay. Dumm. Ich finde die Puppen wirklich nicht spaßig. Also wirklich nicht. Jedes Mal, wenn ich solche Schaufensterpuppen oder irgendwas anderes sehe, ich bekomme immer ein mulmiges Gefühl. Ah, genau. Das macht es nicht besser, dass die Puppe hier abgedeckt ist. Ja. Geht's hier weiter? Da ging es ja eben gerade auch noch runter, ne? Scheiße, ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr zurück. Voll. Okay. Schritte. Oh. Lass das keine Puppen sein. Puppen sind grässlich. Geh einfach weiter. Was zum Teufel? Ja, wirklich. Sag ja, scheiß Puppen. Das selber? Weil die Stimmen vermischen sich irgendwie, oder ist das... Hört ihr das? Who the hell are you? Oh, I'm a department officer. You're gonna end up in the bank, you cunt. Glaube ich auch, ne? Das ist sie. Sarah? How about letting me know you're dropping by next time? Oh wow, ich dachte, sie wäre jünger. It's just a scratch. You can't hit anything in this body. Well, lucky us. Sunken face, bloodshot eyes like a junkie. James, you know how strung out you look? Me? You looked in the mirror lately? How'd you find me? You know I'm a detective, right? I didn't think anyone would bother trying to find me. Ow, 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 ow. Stay still. Why did you come here? Ich dachte, du wärst in Gefahr. When we lost contact, I thought he got you. So that's why you busted in here like a psycho? On a hunch? A little more than a hunch. Meaning? I have some questions, too. One, actually. You should be in your first shell. The comfortable and efficient one. What the hell have you gotten yourself into? Stimmt, sie sitzt auch im Rollstuhl und hat, okay. Sich jetzt erst echt drauf geachtet. And you're smoking too. Someone's fallen into bad company. This body must have been through half a century of addiction. It'll drop dead before I get used to it. Oh, okay. You're in your 30s, right? 29. My bad. My family thinks I'm away. I got the best synthesizer, remote work equipment. I didn't have to explain myself to anyone. And then fucking James Kara had to waltz in here and ruin everything. Wir hatten auch einen guten Grund dafür. So what have you gotten yourself into? It's a long story and complicated. Good thing I'm a professional at complicated stories. Talk. I didn't want to, but I had no choice. I did something sketchy, but otherwise
Ah, gut, haben wir ja alle schon, ne? It's all right. You can trust me. Okay. Das ist ganz gut. Ich glaube, das hätten wir nicht machen können, wenn wir kein Vertrauen aufgebaut hätten. Vielleicht hättest du uns das dann tatsächlich nicht erzählt. I rented my body on the black market. Ob es hier so weit geht. Sarah, what was your motive? Motive? Seriously? I'm not judging. I just... What is this, an interrogation? No, fuck you. Altes Museum, Liberty Island, Manhattan. What fucking emotions management issues? James Kara, Tipps for Cooperation. Kooperationshinweise. Nicht die Frau erwähnen, nicht diskutieren, sondern ihn ablenken. Er ist Alkoholiker. Was? Nein. Sehe ich nicht so. Probleme im Umgang mit Emotionen. Was? Nein. Sehe ich nicht so. Ich glaube, da hat sie ein ganz falsches Bild von uns. Ich glaube, da hat sie wirklich ein ganz, ganz falsches Bild von uns. Haben wir hier. Eingefrorene Erinnerungen. Untersuchung des unabhängigen Wissenschaftlers und Sozialaktivisten B. Chalmers belegen, dass Erinnerungsstörungen in jedem Jahr, in dem sie in der Gedächtnisbank gelagert werden, proportional zunehmen. George Boyle, der Geschäftsführer des ZFB, lehnte eine Stellungnahme ab. Inoffiziellen Quellen zufolge haben die Behörden ein Verfahren gegen Chalmers eingeleitet. Aus Angst vor einer Zensur veröffentlicht der Wissenschaftler seine Erkenntnisse in unserer Zeitung. Gefährdete Identitäten. Die Professoren R. Prophet und D. Sinburn behaupten, dass die Übertragung von Icarite keine Garantie für die Kontinuität der Identität ist. Alter Schwede. Das Icarite, das einen funktionellen Organismus für jedes Individuum in einem neuen Körper aufbaut, stellt die Identität nur in dem Maße wieder her, wie es die neue biologische Umgebung zulässt. Aus diesem Grund ist die Synchronisierung für manche Menschen so schwierig. Träumendes Icarite. Scans einer anonymen Aktivistengruppe, welche die Gedächtnisbank gescannt hat, zeigen Spuren von Aktivitäten eingefrorener Icarites. Bedeutet das, dass Icarites auch ohne Körper in der Lage ist, Gefühle zu empfinden? Oder zu denken? Oder zu träumen? Ah, ich sag ja, spooky, spooky. Alles spooky, spooky. Okay, somit ist es denn klar, dass wahrscheinlich, wenn ich selber in einem A-Plus-Körper mit einem A-Plus, ich kategorisiere das jetzt auch mal, ich wurde in einem A-Plus-Körper geboren und habe ein A-Plus-Gehirn. Oder ganz krass gesehen, wir haben ein Gehirn wie Albert Einstein oder jemand Vergleichbares, ein vergleichbares Genie. Und wenn wir unser Bewusstsein denn in einen anderen Körper verfrachten wollen, wäre es umso schädlicher, diesen in einen Körper zu verfrachten, der halt kein A-Plus-Gehirn hat. Und andersrum wäre es halt noch viel tragischer. Sehr böse. So, ja, wir drücken einfach wahllos irgendwelche Knöpfe. Project involves collecting bulbs and seeds and temporarily creating holographic facsimiles of all plants. The real, most exquisite specimens of flora will still be on display in the roof sections of the living museums. Okay. Also wie wir schon vermutet hatten, dass die Welt hier komplett zugrunde gegangen ist. Also es gibt absolut keine Biokultur mehr auf der Erdoberfläche. Das hatten wir gelesen. Hier. Okay. Können aber auch nichts lesen. Das sind die ganzen Fotos, die wir geschossen haben.
Ein Chicken Head. Ein schreiender Hühnerkopf. Warum auch immer. Achso, die Seite. 2042 Living Museums. In response to the continuing needs of the populace, the government has taken steps to save our planet's natural heritage. Selected rural nature parks will become living museums. They will become a refuge for all endangered species of fauna and flora. Yeah, yeah. What an eyesore. Did you say anything? No, nothing. Lovely sculptures. Ah, total hübsche Figuren, sehe ich auch so. Absolut. Achso, da ist sie. Mit ihr sprechen wir immer noch nicht. Wir gehen hier nochmal rum. Hier ist nochmal die Küche, da konnte ich aber nichts mehr machen. 2057, Bioresurrection. Scientists have painstakingly developed a formula of plant nutrients, which can resurrect any plant, even with the smallest amount of sunlight. Soon, living museums will bloom again. Okay. Anscheinend ja nicht. Oh. Der Hühnerkopf ist sauer. Skulptur. Praktischer Ratgeber zu traditionellen Methoden. Wow. Wow. Ah, da oben das Gerät, das können wir doch bestimmt nochmal abspielen. Ja. About the development and availability of Icarite technology. And so, as your president, I promise you this. On Mother Earth Day, April 22nd, 2088, we will reconstruct every plant down to the smallest and make cities bloom again. Not out of town, not in museums, right here on Liberty Island. I give you my word as president. The symbol of America will grow among proud trees. I see the future, and I give you my word, our future is green. Oh, das hat sich... hat wohl nicht so gut geklappt. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Achso, den haben wir schon abgehört. Okay. What are these figurines? They're memories. I've read that after an Icarite transplant, especially an illegal one, some can be lost. That one's the most valuable. Weiter geht's. Wahnsinn. Die Grünen. One night, when the acid rain was bad, Taylor and I hid upstairs, where you came in. Warte mal, warum bewegt sich der Schatten die Puppen aber nicht? Back then it was just a 2x3 foot. Was ist das denn für ein Voodoo? In a wall of rubble. Instead of sitting in the cold with her teeth chattering like any normal person, Taylor started fiddling with the flashlight. And then something flashed in the pile of rubble, so we started digging. And we dug until we unearthed this little Statue of Liberty figurine. It was beaten up, but looked valuable. And we fenced it right away. And we came back here hoping to find more. Looking after you. You're on your own fast in the slums, because you can either afford children or you can afford new bodies. Not both. I was ahead of my family by the time I was 15. How'd you do it? We found out there used to be a museum here. So we dug more, day after day, till our hands were bloody. We kept digging for normal people. It's a portrait of misery. Desperation, but for Taylor, we were adventurers on a fucking treasure hunt.
We glued, fixed, and sold everything we found. Would you believe we excavated this whole place like a pair of underage slum archaeologists? Must have taken a while. Almost 5 years, but it was our livelihood. We were dirt poor and surrounded by dirt, but we felt rich. At least until Taylor tricked me. 8 years ago, give or take a few days. Hegt seinen ganz schön Groll. Sister? No. We were in love. Mm. I remember exactly when she tricked me. Because it was when I turned 21. First subscription. And Taylor paid for it for me. She did it behind my fucking back. That's bad. What did you say? After a month, her subscription expired. We were broke, and there was no one to help. She wound up in the bank. And the body went to auction. And that's why I have to get her out. No matter what. Kommt wieder eine D-Synchro. You're the detective. Now you know my motive. Okay. Kommt trotzdem mit dir Synchro. Ah, nicht gut. Hera, hast du irgendwelche Pillen? Bitte. Oh, fuck. Ja. Damn it. Got any ambrosia anywhere? Anything higher octane? I'll pour us something. Or you can also help yourself to ambrosia in the bedroom. Ich nehme den Alkohol. Achso, Entschuldigung. Wollt ihr nicht im Weg stehen? Ja. 10 Geheimnisse recycelter Kunst. So, warte. Kann ich hier noch umdrehen, oder? Ah, ganz, ganz eleganter Scher. Nee, hier ist Ambrosia. Hier. Department of Mortality. Abteilung für Sterblichkeit. Körperkonfiszierung am 20.12.2321. Taylor Adams. Echoride wird unverzüglich zur Gedächtnisbank gebracht. Okay. Bluttestergebnisse, Jane Salma, Körpernummer, Körperalter 29, Entnahmedatum 1.10.23.29, Empfangsdatum 1.10.23.29, Berichtsdatum 3.10.23.29. Okay, okay. Synchronization, the key to happiness. Ah, weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es der Schlüssel zur Glückseligkeit ist. Jane Salma, Synchronisierung. Der Weg zum Glück. Wir haben bereits den Weg zum ewigen Leben entdeckt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie den Weg zum ewigen Glück entdecken. Das Buch, das Sie in Händen halten. Jane Salma, Psychologin und Psychiaterin und bekannt für ihre Aussage, die Synchronisierung ist alles, was zählt. Teilt ihre Erkenntnisse darüber, wie wir den Synchronisierungsprozess vertiefen und so ewiges Glück erfahren können. Ja. Also, ewiges Glück definiere ich ein wenig anders. Holy shit. Also hier zu leben ist doch auch völlig, da bist du doch auch völlig kirre. Also gesund für den Verstand ist das doch nicht, hier unten zu leben. Oh wow, okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Aber dabei könnte ich nicht schlafen, da bin ich ganz ehrlich. I remember it. This is older than me. Chicken of Justice, deswegen die Malereien. Okay.
Hühnchen der Gerechtigkeit. Es ist das letzte seiner Art und kämpft für eine bessere Welt. Wenn es dunkel wird, setzt es eine Maske auf und sorgt für Gerechtigkeit. Wenn es im Morgengrauen kräht, tut es dies mit reinem Herzen, weil es weiß, dass es die Straßen seiner Stadt gesichert hat. Zusatz. Löse Rätsel und rufe das Hühnchen der Gerechtigkeit herbei. Hast du das Zeug zu seinem Gehilfen? 19,99 $. Testament. Max, Peter, Dario. Ihr habt Antworten verdient, jede Menge, aber lasst mich mit einer Entschuldigung beginnen. Ich habe euch angelogen, ich bin nicht weggegangen. Ich habe alles versucht, um Taylor rauszuholen. Ich wollte euch nicht einbeziehen, weil es viel zu gefährlich war. Ich übersetze, ich lese das mal so. Die Tatsache, dass ihr dies liest, ist der Beweis dafür. Es tut mir leid, dass ich euch verlassen habe. Es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Und es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe nur eine Bitte an euch und ich habe es mir sorgfältig überlegt. Wenn ich ohne Taylor nicht leben kann, dann möchte ich mit ihr träumen. Ich glaube, dass wir in der Bank gemeinsam träumen werden. Holt mich nicht daraus. In Liebe, Sarah. PS, ich habe alles für euch geregelt. Die Gegenstände sind unten mit euren Namen markiert. Alles andere kann weggeworfen oder verkauft und gleichmäßig aufgeteilt werden. Und doch wurde sie halt wieder rausgeholt, ne? Ah, Max, Dario, Peter. Ja. Die lese ja. Okay, kennt man auch nicht. Wenn er jetzt still drauf gestanden hätte, dann wüsste ich Bescheid. Peter, Max, Peter, Dario. So wuchsen sie alle. Okay, ich glaube, die Medizin werde ich nicht nehmen. Ich werde einfach nur Alkohol trinken. Blup. Ah, komm. Ich nehme einen Schuss mit dir. Sieht denn da am Hals? Sieht ja aus wie aus der Matrix. Lucky me. I don't fade. They haunt me. Or literally. Das sieht wie so ein Anschluss von Matrix aus. At least one. Standing on the field, thousands of people chanting your name, and winning or losing depends on what you do. With all those people watching. Didn't you prefer how they yelled when you won? No. You always like challenges. I'd be too stressed out. Too much pressure. Ah, kannst du mir jetzt. Dein Zimmer ist gut gesichert. Kennst du das Huhn der Gerechtigkeit? Ja, Have you read Chicken of Justice? There is no way you know this. The last of his kind. He could give up, but he fights for a better world for the rest of wow, us. Wow, James, was für ein Fake. True hero. Oh, I don't believe it. My brother Dario was crazy about him. Did Dario also write riddles? There was one on the back of the book. Yes. The Chicken of Justice could only be summoned by solving one. This one room, the bedroom, is totally secure. It's a slum, but I gotta be able to close my eyes sometimes. It's possible to break in there with enough effort, but I'd have time to be awake and ready. Hmm. Shoot the shelf above the burglar. I'd have time to reload and finish the piece of shit. In the middle of the room was a bunch of files with names. Can't you respect anyone else's privacy? No. I said none of the siblings knew. If something went wrong, I prepared myself for it. But what's one have to do with the other? I sorted things out for them and left a will that made it clear I believe Taylor and I would be in heaven at the bank. Looks like you covered all the bases. Nice work. Thanks. I try. Hmm. I
hope this isn't a tough question. Sarah, how are schon Max, sehr intim, ne? Dario and Peter now? I wasn't talking. I saw the name on the cabinets. Did they... Don't worry, they're all alive and doing pretty well. They rented a legal apartment, floor 40. They have better air than here. Bodies wear out slower. Wie bist du bei der Polizei gelandet? Auf was trinken wir? So how did a slum girl get this job? Maybe you got yours. Oh, jetzt zum Saufen kommen. I had to work for it. Ah, okay. Thanks for determination. Must not have been easy for you. Fortunate combo. I had insomnia and hated wasting my time. I guess that's how I managed to pass all the exams. Did our department come for Taylor? Yes. So why? Did I join you? Maybe I wanted to take control? Of some sort. I decided I was never going to be powerless like that again. I'm just a liaison, but I already know when and where they move. Do you know who it was? Which one of us came for Taylor? It was hard to resist the temptation to check it out. Wanna get some revenge? He was so ordinary. A regular agent. To really get justice, I'd have to get revenge on this whole sick fucking system. Then how about we get revenge on this whole sick fucking system? Like that's possible. We created this system. Or at least let it become a reality. Speak for yourself. I'm a newborn, remember? Okay. What are we drinking to? Well, you're the expert. Sit down and make a toast. Ja, wie? Ich kann nichts auswählen. So. Okay. Ah, macht Sinn. Okay, eine Dialogoption haben wir anscheinend nicht freischalten können. Bottoms up. Honesty. I think we're gonna need it. Okay. Weil Vergangenheit ist scheiße, darauf wollen wir nicht trinken, oder? Wieso verleihst du deinen Körper? What are you renting the body for? Surrogate. Jo, viel Erfolg, Fabio. Er trinkt nicht. Sarah, please tell me it's not Jane Salma. I found her file. Calm down. I checked her. I got to her. She had a similar case before, and they couldn't prove anything, even with plenty of evidence. Damn it. The arrangement came from me. She had the dough, I had the body with the right biological conditions, plus I could cover for her. That's why I know she's not a suspect. Okay. Okay. I'll trust you. At least I'll try. Much appreciated. All right. So you rented your body. Where did you get this one? Salma said it was recycled. Give one to me. No. A recycled body? After what I've seen, that's hard to swallow. Ich gebe dir einfach. Das ist ja sehr freundlich von ihm. No, no, no. Somebody bought a new body, and no one wanted this one. We can scan the shell and check. There's no need, really. Let's not. Well, that's what I thought. Hypocrite. You need to see the big picture of what you've gotten yourself into. James, I have nightmares. Every single fucking night. I see her in them. Welcome to the club. Every morning, I wake up from them and Taylor can't. And it haunts me. What if she's trapped there in an endless nightmare?
They're your nightmares, not hers. You're projecting your fears where they don't exist, and you have to deal with them. James, I have to save her. Oh wow, die ist völlig... Au! You understand? Hart im Nehmen, die Frau. I can't tell good from bad. Especially in this fucked up world. But if something, someone matters to you, you fight. Screw the cost. Well, thanks, I guess. Do you know what I'd give to see Rachel again? Fucking anything. Thanks for being straight with me. Press your finger. I can handle it. So. Ja, Alter, du hast hier gerade den halben Fingernagel weggeschrubbt. Aber okay. Folge dem mal. Was machst du hier? Reiseunfahrt? Wir müssen die Ermittlung vorantreiben. Sarah, we need to start investigating. Just a minute. Not so fast. One more question. A basic one. Yeah. Why don't you tell me why you stormed in here like a lunatic? I told you, I thought you were in danger. Based on what? Did something happen when we lost contact? Mm-hmm. Can you fire up the board here? No. Do it the old way, then. In the meantime, I'll summarize the Red Room for you. The Red Room? It's a piece of fucked up history. Better buckle up. I can't believe all this evidence. You were right from the start. Seriously? What surprises you most? That's not what I meant. But the murderer was behind everything from the beginning. Did he take over his body? Strong assumption. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Where do we start? Okay. James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. So, ja, noch mehr. Okay. Kontrolle über Green. Gibt es Grund zur Annahme, dass der Mörder die Kontrolle über Green übernahm? Okay, gucken wir uns erstmal alles an. Übertragungsmaschine. Green hatte eine illegale Maschine zur Bewusstseinsübertragung in einem geheimen Raum unter dem Foyer. So eine Transfermaschine. Ich kann nicht mal meine Sachen zusammen nach drei. Das erklärt seine Probleme. Sie waren seine eigenen. Also das wäre natürlich jetzt schon ein Teil, was, glaube ich, Kontrolle über Green, was hier mit reinkommen könnte. Ouroboros. Der Modus operandi eines Mörders. Symbolen und Daten eines 50 Jahre alt, das andere... Eines 50 Jahre alt, das andere ganz frisch. Und beide stimmen mit den Daten der finalen Tode von Green und Kovalev überein. Both died on dates shown on the symbols. The problem is that Green's date of death was carved long ago. Ja, stimmt. War ja eine alte Eingravierung, ne? Dieses Jahr. Überwachungsaufnahmen. Aufnahmen von Greens Massaker. Danach ist er allein mit dem Aufzug nach oben gefahren und hat sich dann am Baum erhängt. Aber er hat sich so verhalten, als wäre noch jemand bei ihm. Why didn't we have access to these recordings? They were in the Red Room. I'll try to get to them. Oh. I learned this was the plan for the next 100 years. Numerous attempts to save what we have in this system. And our system isn't perfect? At least for them. It turns out not to be the case. Apparently, every prediction ended in disaster. Icarus Lounge. Der berühmte Boyle und der verdammte Park saßen in einer Lounge bei Midroy von den Stadien im Müller von der Sicherheitsfirma. Fucking Dämmer. Oh, haven't heard that before. Good to know you still have feelings for them. Salmas Aufnahmen. Aufnahmen von Gesprächen während Synchrotests zwischen Salma und Green. Die Vorhersagen verheißen nichts Gutes. How did you describe it? That
you're losing control of yourself. Mm-hmm. It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. Should help. I need something better. We don't have anything else yet. I'm working on it. It's one big joke. Selma sounds familiar, don't you think? Shit. I thought she was gonna get herself a synthesizer. Bonzen im roten Salon. Eine zanksüchtige Senatorin, ein wollüstiger Gouverneur, ein Medientycoon. Eine einflussreiche Gruppe. Sie hatte Pläne, um die Bevölkerung abzulenken und Aufstände zu vermeiden. I'm getting used to the big names of the corpses at our feet. What are they doing there? Apart from the obvious. Together they worked on how to calm the riots, how to use the Fourth Estate. Who knows if they would have failed. Fernsehleute, eine Gruppe aus Journalisten und Prominenten aus dem Roten Salon. Alle übermitteln dieselbe Nachricht über Bildschirme. Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Ja, und der Schauspieler. Waisenhäuser. Greens Waisenhäuser waren geheime Körperfarmen für ihn und die anderen Perverslinge. Das ist super krank, also wirklich. When I think that they really used the... At least the motherfucker's dead. Everyone like him deserved it. Okay, ja, was ist das? Achso, das ist die Lampe. Okay. Erstes, Kontrolle über Green. Gibt es Grund zur Annahme, dass der Mörder die Kontrolle über Green übernahm? Da mache ich jetzt mal diese Übertragungsmaschine. Hör doch bestimmt damit zu. How do you deal with that kind of desynchro? And how do you deal with it? I don't know if I'm the best example. Okay. Ex-Machina. Während der Schießerei gab es keinen weiteren Körper und keinen Icarite in der Maschine. Aber Green tauschte sein Bewusstsein häufig. Hatte er damit etwa Probleme? Was haben wir denn noch hier? Mach es allein mit dem Aufzug. Okay. Ist ja gut. Dann nehme ich mal... Nee, das nicht. If synchro tests have a positive effect, then maybe there is something that does the opposite. If synchro tests have a positive effect, then maybe there is something that does the opposite. Okay. Wie bin denn da? Was mit den Waisenhäusern funktioniert ja anscheinend nicht, ne? Weil. Ja. Ich weiß natürlich auch nicht, was das andere. Was ist denn das andere Fragezeichen überhaupt? Bedeutung der Intrige. Worauf zielt die Intrige ab? Was hat Greens Fall mit der Schießerei in der Icarus zu tun? Okay. Gut. Das ist ja was ganz anderes. There may be no evidence that they made a transfer of consciousness at the time of the incident, but his behavior... I know, it's damn suspicious. Mm. Let's just put it together piece by piece. Okay, haben wir ja gerade. Worauf zielt die Intrige ab? Das war da. Wo haben wir es denn? Sicherheitswärme. Ablenken.
only the innocent could take such revenge. The world would be a better place. Ja. Das war auch ziemlich doof gerade. Okay, let's assume that this was his motive. What's next? Als nächstes wäre die Ablenkung, ne? Okay. Okay, gehört nicht dazu. You're telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. But I think that's what Green is trying to tell us. Do you buy it? Well, this motherfucker knew corruption and power like no one else. Okay. Whether it was Green's will or someone else was pulling the strings, why did Green have to die? I see at least two, three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. Okay, drei neue. Green Schatten. Green war eine Hauptfigur. Ah. Nach unten hier. Green Schatten. Green war eine Hauptfigur in der Intrige, deren Ziel es war, die Stadt brennen zu sehen. Puppenspieler. Wenn jemand Green beeinflussen konnte, kann diese Person gewiss auch andere kontrollieren. Führungswechsel. Die Situation erschuf ein politisches Vakuum, perfekt für jemanden, der die Macht an sich reißen will. The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Following this lead, Green didn't have to be the only one like that. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. More than 300 years of accumulated power and plotting. Gerade, okay, ich hätte gedacht, gerade das. Gerade das wäre eigentlich, ne, um die Macht an sich zu reißen, aber okay, nicht. Once the king is knocked down, the game's usually over. Someone's getting better at game metaphors. Eine 33%ige Chance, das Richtige zu nehmen. beide Mal ins Klo gegriffen. Green was the last person who could stop the spreading chaos. I wonder if his death was a crime of passion, or if it was planned. Greens Tod brachte das Fass zum Überlaufen und destabilisierte die Stadt. Aber warum jetzt? Warum mittendrin, statt bis zum bitteren Ende die Fäden zu ziehen? Okay, das wäre eigentlich die logische Antwort darauf gewesen, oder? Nicht? Wegen dem politischen Vakuum, damit sie die Macht an sich reißen? Blödsinn. Okay, das war auch falsch. Immer Zeit zu dienen. Eine Gruppe aus Journalisten und Prominenten aus dem Roten Salon, alle übermitteln dieselbe Nachricht über die Bildschirme. Naja, ist ja gut. Na gut, ich weiß, ich bin schlechter Ermittler. Tut mir leid. Um die Weltordnung zu zerstören, braucht es Pläne, die über Jahrzehnte hinweg vorbereitet werden. Aber Green starb, bevor er sie zu Ende bringen konnte. War es sein Werk oder das des Mörders? Wer hatte die Fäden in der Hand? Does it take to set up something like that? I don't know, but we need to figure out who's pulling the strings in all this. Nichts als die Wahrheit. Schließe alle Bretter ab. Oh, okay, das waren alle Ermittlungsbretter hier anscheinend im Spiel. And you? Why do you become a cop? Had a thing for crime mysteries, so
Sure. Who doesn't? Is that all? Uh-huh. I guess I had some ideals, too. I believed in justice and shit like that. But you don't anymore? Come on, grow up. Who asked you questions like that? Mein Licht aus. Especially after all the shit we've seen. Let's try to draw some conclusions. It all comes down to one question. Could Green really be a puppet? I thought so, but the more I watch the Red Room and foyer footage, the more I doubt it. Green, the way he gestures and talks to himself, he looks crazy. Talking to yourself doesn't mean you're crazy. You know what I mean, when he's waving his arms and hurting himself. But I have no idea what taking over a body would look like. Fuck, I don't know. Which one of them was behind this? Green or the killer? The more important the decision, the less certain, huh? We're out of time for mistakes. Mm-hmm. He's a murderer. Green's death wouldn't make sense. He must have been influencing for a long time until he finally got him to shoot the other deviants. Damn influential deviants. He took another harvest on Icarus. Oh. And if he's aiming to paralyze the city, to create chaos, so pass mal auf, am Ende step? Ist das tatsächlich der Chief, Chief Steiner. The trail's cold. Why haven't we heard of him before? He's a pro, after all. Criminals are still in their learning curve when they do their first crimes. They leave more traces behind. I'll check similar poisoning cases in recent years. No. Poison may have been removed from reports. Check the final death. Oh, I think I have something. 2 weeks. No. Shit. I was wrong. Forget it. Sarah, rewind. That feels James Carroll. No, you can't touch your own case or reconstruct it or explain it. You can't defend yourself. I'm the only one who can. Oh, the fucking savior of the world. Can't you let go just this once? You know the answer. Damn you. Hang on. I have to... What's this? A new earpiece. This one shouldn't be so easy to spot. Ah, thanks. Okay. Wir sind hier auch kein Stück näher gekommen, ne? Und wieder so weit weg. Und wir werden sie garantiert auch wieder nicht erreichen können, sondern ertrinken vorher. Oder was auch immer mit uns passieren mag. Ein Sturm zieht auf. Kämpfe gegen an. Kämpfe, James. Kämpfe. Nein. Du schaffst das. Oder auch nicht. Looking in the mirror at yourself, sometimes the scariest thing imaginable. But it was time to face myself on my own. Without dragging anyone else down. Ah, wir sind wieder im kaputten Auto. Sorted together. Seth? Who else, genius? The voice of your conscience?
Ja. You're not really here. You're just a cocktail of desynchro and memories with a garnish of trauma. Dude, you really don't get it. Don't do anything or you'll do something stupid. I just entered the initials and Hestia asked, am I satisfied with my work? They're calling from the top about it. This will end worse than usual. Ich finde raus, was passiert. Ich muss wissen, was passiert ist. I'll lean on him and get something. I'll find out what happened. Okay. Fine. But what if you don't? I will. Whatever it takes. Ja gut, wir haben ja sowieso nicht viel zu verlieren, ne? Und ganz davon ab. I can't cover your ass if you do this. James! Wäre eigentlich. Okay, auf. Wäre ja eigentlich auch mal interessant zu wissen, wie lange solche Synchronierungs. Die Phase zum Synchronieren. Dein Terrari. Territorium. Dein Terrorium kannst du aussprechen. Also wie lange diese Phase zum Synchronisieren, wie lange das tatsächlich dauert, wie lange man diese Pillen schlucken muss, damit sich unser Bewusstsein an den neuen Körper gewöhnt hat. Wäre mal ganz interessant, das zu wissen. Ne? Ist das immer noch die gleiche Zeitung? Ist ja neu, oder? Abschied von einem großen Mann. In den vergangenen Tagen weiteten sich die Proteste, die wegen der Senkung des Mindestalters für die gebührenfreie Körpernutzung entstanden, auf weitere Stadtteile aus. Was, sogar noch gebührenfreie Nutzung denn? Okay, okay, krass. Also gibt es denn eine gebührenfreie Nutzung für die, eine gebührenfreie Nutzung für die Nutzung minderjähriger Körper. Das ist ja voll abgefuckt. Commissioner C. Steiner versicherte jedoch, dass der Central Park während der Abschiedszeremonie für den ehrwürdigen Bürger Edward Green gut gesichert sein wird. Es ist die erste Zeremonie dieser Art und in dieser Ausführung seit über einem Jahrhundert. Daher ist damit zu rechnen, dass neben der Familie noch viele weitere große Persönlichkeiten teilnehmen werden. Leider werden jedoch nur ausgewählte Personen an der Zeremonie teilnehmen dürfen, wenn sie eine besondere, zuvor verschickte Einladung vorzeigen können. Den Zeitplan der Zeremonie finden Sie auf Seite 2. Der Zorn von New York. Die Bürgerinnen und Bürger von New York lassen sich dieses Mal nicht zum Schweigen bringen. Sie belagern immer noch die Straßen und fordern ihre Rechte ein. Aus den zunächst friedlichen Protesten entwickelten sich langsam Ausschreitungen. Bei der Polizei kam es zu mehreren Verletzten, wobei mindestens 7 Personen ins ZFB gebracht und mehr als ein Dutzend verletzt wurden. So manche einer glaubt, dass die Zerstörung der Ikaros eines der ersten Anzeichen für den Widerstand gegen die Elite der Stadt und gegen die Senkung des Mindestalters für die gebührenfreie Körpernutzung war. Fügt die Polizei über genügend Personal, um unsere Straßen zu bewachen, während gleichzeitig ein erheblicher Teil der Polizisten für die Sicherheit der Abschiedszeremonie von Edward Green zuständig ist? Erfahren Sie mehr darüber auf den Seiten 3 und 4. Freitag, 24. Oktober. Der saure Regen hält an. Der Wetterdienst kündigt eine Zunahme der Niederschläge an und den Bürgerinnen und Bürgern wird dringendst empfohlen, aus Sorge um die Gesundheit ihrer Körper zu Hause zu bleiben. Ja, wieder mal sehr uncool. Wir hier noch irgendwas machen? Oh, dieses Baby hat mir schon mehr als einmal den Arsch gerettet. Ja, danke. Wir haben den Wackeldackel. Ansonsten sieht alles gut aus. Dann steigen wir mal aus. Truth is said to heal. The problem with this statement is that there are only 2 kinds of medicine that work. Those with an awful taste and narcotics. So, du lässt dein Auto einfach laufen? Na gut. Also, wie man das kennt. Ah, Taschenlampe.
Oh wow, das sieht ja gar nicht gut aus hier. Mit den Schattierungen so. Na gut. Eieiei. Oh Gott. Ich weiß jetzt aber nicht, woran das liegt. Liegt das entweder an den niedrigeren Schatten? Das sieht mehr nach einem Fehler von DLSS aus, oder? Das sieht eher nach einem DLSS-Fehler aus, tatsächlich. Ausstehende Gebühr. Alle Bürger sind verpflichtet, sich an die allgemeinen Nutzungsvorschriften zu halten, die im Körperkodex festgelegt sind. Bei Nichtanhaltung drohen ein Bußgeld, Verhaftung und oder Verlust des Zugriffsrechts auf den Körper. Das ist halt absolute Kontrolle, die die hier wollen, ne? Über die Bürger, über deren Körper, weil es ja definitiv dann auch nicht deren eigener Körper ist, sondern ein von der Regierung gestellter Körper. Ey, es ist einfach. Das ist so super uncool. Also, ne, ich hoffe wirklich, dass sowas wirklich niemals passieren wird. Niemals. Ja, wir werden wieder angerufen. James, are you there? Good to hear you. I'll be on the line, but remember, in this place, desynchro can be deadly. Got any symptoms yet? Thanks. Never felt better. Ja, klar, natürlich. Wir haben gerade voll die Hallus etc. und wir fühlen uns besser denn je. Genau, James. Alles klar. Du hast es im Griff, ne? Wo ist dein Flachmann? Hol deinen Flachmann raus. Ich glaube, wir brauchen mal einen Schluck. Na gut, gehen wir mal weiter. Fabio, wie B dir, auch wenn es spät kommt. Besser spät als nie, ne? Besser spät als nie. Oh, wir haben wieder die Synchro. I was here. How am I not one big lead? Shoot everyone. So many bodies lost. What? Why can't I remember anything? Weil du ein Trauma hast. Deswegen erinnerst du dich nicht. Most of the blood evaporated in the fire. Maybe the UV will detect something. Die Frau leuchtet wieder her. Haben wir sie denn da? Information to reconstruct. Okay. Haben wir uns ihn hier mal an? Anywhere to run or hide. There's something here. I have to check it out. Some bodies were permanently damaged. Ja. Sieht mir auch nach einem permanenten Schaden aus. Der sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Ich meine, so nur das Hologramm von ihm. The frame looks shot through. I'll check it. Mhm. Okay. Haben wir den hier erstmal den? Refusal of body credit. This guy just hit the memory bank from here. Probably like most of the victims. Hier, warte mal. Bin mit ihm hier nicht in Ordnung. Okay. Hat mir hier sonst irgendwas, was man noch mal hätte angucken können? Rachel had a similar. Ja.
recorded lectures with it. Watching the neon lights of the fading city. Oh no. Fuck! No! Please! I'm begging you! Ja. Okay. Internet. It's familiar. Das. Ah. Eine Trommel. It fits my gun. Did I? No. I need to look for more evidence. I don't know if reconstructing is a good idea. Findest du nicht? Nicht schon. Was haben wir denn mit uns vielleicht? Haben die gar nichts. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Hier kann ich auch nichts anfangen. Ach, hier. Okay. There was a major firefight here before the derailment. I'll check with the shooter. Wieder blind. Who shot them? I remember this. I was chasing a guy. A deep looks like he was standing around here somewhere. I already have a lot of data. Millimeter. I'm going to reconstruct. James, think again. The reconstructor will try to use your memories because you were there. It'll be fine, Sarah. No, you won't. Wait. James, wait for me. I'll be back in a moment. I have something. I'll explain later. Wir sollten doch eigentlich nicht rekonstruieren. Dachte sie doch. Ah. Na gut. Weiß nicht, ob das eine... Das ist doch unser Körper. The hell? What's going on? We'll get through this difficult moment together. Scheiße, am Ende waren wir das alles. Wir haben einfach solche schizophrene Paranoia, dass wir das alles gar nicht mitkriegen. I'll tell you what happened. I was chasing a dealer who was running away in the crowd. God. You're manipulating me. Panic. I couldn't kill those passengers. It wasn't me. He overwrites my memories. What you shit? What does he know about the train? From a synchro test? Is this how he brings out memories? Get out of my head! Are you alive? What? Killer uses your memories against you. Like a parasite. Squeezes into gaps left by the desyncs and modifies them. I don't know. He hacks synchro tests and finds out everything. He does it somehow.
run away from there. Come home and we'll talk about it. Don't reconstruct any further, understand? I can't be with you now. What? I'll explain later. My body is in trouble. Okay? Over and out. Okay, das ist auch in Schwierigkeiten. Why do people keep leaving you? I need to get to the next car. Okay, also ich meine, wir haben ja auch ein komplett neues Device bekommen von Sarah, ne? Also ein komplett neues Kommunikationsgerät. So, und das konnte er auch sofort wieder hacken? Und, oder ist er tatsächlich einfach nur in unserem Geist? Und hat sich in unseren Geist gehackt, quasi, von Anfang an schon. Oder wir sind selber diese Stimme und haben einfach nur eine schizophrene Paranoia. und schieben hier voll den Film. Oder er kann wirklich sich in die Gedächtnislücken und in die Desynchros und Synchros hacken und diese manipulieren, wie James hier gerade gesagt hat. Also eins von beiden, ne? Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher. Es könnte auch genauso gut sein, dass wir das alles gemacht haben und wir einfach völlig die schizophrene Paranoia durch den ganzen Körpertausch und alles davongetragen haben. Ich meine, wir haben ja auch schon viermal den Körper getauscht, dass wir dadurch einfach einen kompletten Knacks wegbekommen haben. Es ist alles möglich. As long as you don't get consumed by frustration. Munition. Natürlich wieder super viel Alkohol. So, das war die Klampfe. Da oben komme ich nicht rauf. Der verortet halb im Asphalt. What's going on? Did you know that in the last echo test they talked about us? I understand that you would never accept my decisions. Life ends. Even memories fade away. Nothing else will happen. We tried. I know. We were stupid. That would be wrong. We would be bad people. We really are. Because we're still alive. She would never. It's my own fears feeding on her death. Was ist im zweiten Waggon passiert? Mal erstmal, ob hier irgendwas ist, was wir gebrauchen können. Halt nichts. Okay, ich gehe ja schon weiter. Oh God. Reconstructing this is going to be Sisyphus' work. The difference is Sisyphus tried to cheat death, not to immerse himself in it. Also ich weiß nicht, ob das solche schlaue Aktion ist, hier die Rekonstruktion weiterzumachen. Ich meine, wir spucken hier schon die ganze Zeit Blut. Also ich glaube, das ist keine gute Idee. Driver License. Fahrerlaubnis. Class River Drew Adam Greenleaf. Bla bla bla. Hmm.
Einkaufsliste. Jetzt sind Dematuben. 8 Premium-Tuben für Gäste. Etwas vorbereiten, damit es nicht langweilig wird. Abführmittel nach den Premium-Tuben. Ich glaube, das Abführmittel braucht man nicht. Wenn man das Dema-Essen gegessen hat, ist das, glaube ich, das Abführ. Ist das schon das Abführmittel, das man braucht. Ich glaube nicht, dass man da noch ein extra Abführmittel für braucht. Das ist kaputt, Gang. New York Hellhounds. Ja, da waren wir ja laut Geschichte selber ein Starspieler für die Hellhounds. What happened here? Didn't even have time to yell. Bitter. A mortal wound. Why can't I remember anything? It's starting to look like a graveyard on wheels. I'm moving to reconstruction. Nein, mach das doch nicht. Oh Gott. Oh Gott, nein, nicht gut, gar nicht gut. You always think you're someone you're not. I shot a dealer on the run. I had to have a clean shot. Also ich brauchte freie Bahn, deswegen erschieße ich alle, die mir im Weg stehen. Eine Aussage. Bam! Oh, da spritzt wieder das Blut. Das war keine gute Idee. Ja. James, was erwartest du? Wow. Wir sind völlig im Arsch. Can you feel it rotting? Why can't I remember it? You do remember. Okay. Let's assume that's true. I shot everyone like a madman. What's next? Have a look. Ich bin wirklich komplett unschlüssig, wie das hier. Also ob er unsere Erinnerung komplett manipuliert und tatsächlich jemand anderes der Mörder ist oder halt der Plot dahingehend, dass wir hier halt wirklich alles gemacht haben von Anfang an. Und wir halt völlig kaputt sind. Das wäre echt übel. Das wäre wirklich richtig abgefuckt. Waren wir im Weg. Über den Chat der Ziehenbegabe abdrücken. Ja, ey. Ihr seid Mörder. Ihr seid genauso Mörder. Nettes Detail. Dass man hier dann auch die blutverschmierten Fingerabdrücke dann sieht. Das ist ein nettes Detail. Sowas kann man echt appreciaten. Okay. Alter. Hier sind sehr viele Leute abgeknallt, ne? Schießen. Wow. That was all that mattered. Ja, genau. Nee. Oh
Boden. He couldn't get far. Ich weiß, ich bin echt verwirrt. Also ich bin total verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, an was ich hier jetzt noch glauben soll. Was jetzt irgendwie real ist und was nicht real ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass genau das will das Spiel auch provozieren, dass man tatsächlich gar nicht weiß, was jetzt abgeht. Death Hills, 1137. I would recognize that car anywhere. Seth had a distinct style. Kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist, was man untersuchen kann. Nee, okay. Bringen wir eine Spur mal weiter. Also Nummernschild. War doch gerade irgendwas? Glaub nicht. The dealer was standing here somewhere. And bleeding. We'll try to reconstruct. Nein, nicht schon wieder. Ey, wir sterben dabei noch. Direkt unten rein, ne? Ja. I'm losing control. You don't understand how all of this
The world is tired to see you too. Was will ich gezogen? Er zieht mich! Lass mich los! Was zur Hölle? Was ist das? Wir wollen uns jetzt nicht selber umbringen, oder? When you look at me like I can take away your pain. Do you always have to make it difficult? Something good is finally coming to you. Was passiert hier? Why did you do this to her? Why did you turn her against me? Is that what you want to hear? My confession. You motherfucker! It's the only escape from the nightmare you are stuck in. Boah, Alter, man muss hier echt richtig tippern, ey. Jetzt ist ja übel. Ja, komm! Nicht hin! Uiuiui. Stop believing in me. I let you down. For a moment. I even felt like I cared. Help me! I don't have the strength anymore. I'm sorry. Please, step inside. Nee, ich will nicht rein. Also war das ganze Getipper jetzt völlig umsonst oder was? Getting weaker by the minute. You motherfucker. You gave up a long, long time ago when you had everything. It wasn't your fault that destroyed you. Stop. 2017? 2317? James! James! I've been talking to you for 10 minutes! Give me a sign of life. Get in touch immediately. James! Hello! James, I need your help. Selma is... my body's in the middle of a riot, and it's in danger. James, are you okay? Yeah. But I'll regret this in the morning. Wir sind total okay, natürlich. In der Gewalt des Jenseits. Suche nach dem Unsichtbaren. I have a bad feeling about all this. A revolution is like an amputation. When it comes too late, it's sure to bring blood and pain. And as likely as not, little else. Ja, alles perfekt, genau. Es kann nicht besser sein. James, where are you going? Don't worry, I'm just below the park. I want to run into our friends in blue. I'm already flying over. Ich weiß nicht, ob man in dem Zustand noch Auto fliegen sollte. Also fahren, ja, auch nicht, aber fliegen ist ja noch schlimmer. It's not an easy day to be a police chief. It's not easy for anyone. Also das Spiel möchte uns jetzt gerade tatsächlich dahingehend lenken, dass man denkt, dass wir das alles gemacht haben,
forest of fake trees that last forever without actually being alive. What exactly happened? All I know is the mob ripped through the police cordon and attacked the rich folks at Green Celebration. Whoa! So kann man die Polizeisperre auch umgehen. James? Oh, unser so schönes Auto. I've lost my vision. Talk to me. Copy. James! Oh, you're alive. You okay? Did you get hit hard? Hm. Das ist alles super. Think so. Had a hard landing. Wow. Port police car crashed near me. Did you literally run into one of our friends in blue? There he is. Wait. Report it. Someone's coming. Wollen die mich erschießen oder? The fucker's hiding. Back up. Get him. One sec. This guy doesn't have much time. Shit. Don't do anything. I can't risk it right now. And rip out his Icarite! Leave me alone! I'm police! No. Oh. No! Ah, okay, wir sollten... Wir sollten uns auf jeden Fall nicht auf uns... wir sollten auf jeden Fall nicht auf uns aufmerksam machen. Nein, 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 nein. Ich hab nichts gedrückt. Okay. Gut. Hat er die Sirene angemacht? Nein. Gott sei Dank. I don't think she's hurt. We don't know if someone's after her. Ja, wo ist denn Süden? Ist da Süden? Aber es sind ja alles recht schlauchige Levels hier, ne? Gibt ja eigentlich nur eine Richtung. What I love about this car is that on any given day, it always looks better than I do. Ich glaube, alles sieht besser aus als du. Du bist ein absolutes alkoholisches, seelisches Wrack. Wow, das sieht aber auch nicht gut aus hier. Was zum Teufel? Shit, they took your plate. An APB for a police car was sent out automatically. Justice. Justice for the rich. Die Reichen sollen zur Rechenschaft gezogen werden. A great day for scrap dealers. Not for anyone else. Ja. Verspeise die Reichen. Gotta go around it. I see some kind of statue. How big? Pretty fucking big. Great. Probably the Morai statue from Green's exhibit, where his farewell happened. Head towards it. I'm trying. Vielleicht nach oben raufkommen. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Irgendwo eine... Ah, hier. Ha! Direkt vor mir! Ah, der blinde Bori hat wieder zugeschlagen. Der war da? Nee. Nicht noch weiter hoch. Jump, jump. Die Bevölkerung geht gerade auf die Straße wegen der Entscheidung,
die der Green, der Ermordete, und mit unserem Fall ja auch zu tun hat, wollten die Körper, die gebührenfreien Körper, das Alter der gebührenfreien Körper nur zum Runtersetzen. Und die ganzen Passanten hier, die demonstrieren dagegen und machen hier einen totalen Aufstand. Und das hat halt auch mit unserem Fall zu tun. Und dadurch sind wir überhaupt erst darauf gekommen, dass das auch was mit unserem, mit dem Tod unserer Frau zu tun hat und wie das alles verstrickt ist. Nur bin ich jetzt selber halt auch komplett verwirrt, ob wir das tatsächlich alles waren und wir wirklich alles hier geplant haben in Schizophrenie, Paranoia, oder ob das tatsächlich irgendein anderer war, der Mörder, der hier mit uns spricht und der die ganzen Strippen zieht. So, da bin ich wirklich noch im Unklaren. Also die beiden Optionen sind für mich da jetzt drin. Aber ansonsten macht das schon alles Sinn hier. Dass die jetzt auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, dass die Leute den Körper der Minderjährigen halt nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, ne? Für die Reichen und so. Something keeps bugging me. Whose idea was it to say goodbye to Green here? I don't know. Probably the city. It was the last exhibition he sponsored. Why does it matter? I'm wondering if this could have been planned. Und weil... Look, everything happens on the day of Green's funeral. Mm-hmm. And it all started with him. As far as paralyzing the city and causing chaos, well, it works. But what was the goal? Or a step toward the goal? I don't know, honestly. Das Ding ist ja auch, dass die Bevölkerung ja auch generell schon dagegen ist, wegen der neuen Verfassung, dass die Körper, in die sie dann ja verfrachtet werden, in denen die Seelen transferiert werden, dass die ja auch der Regierung gehören und gar nicht einen selber mehr. Also man ist ja quasi gar nicht mehr man selbst, sondern wirklich nur noch ein Lakai der Regierung. Man muss mit dem Körper so umgehen, wie die Regierung es vorschreibt. Und wenn du es nicht machst, dann bekommst du halt Strafen. Kommst ins Gefängnis oder musst deinen Körper abgeben und kommst dann wieder auf die Gedächtnisbank. Und schläfst dann für, keine Ahnung, 1000 Jahre oder so, wie hoch die Strafe denn auch immer ausfallen wird. Weil du mit dem Körper der Regierung nicht richtig umgegangen bist. Und gegen das alles demonstrieren die hier, ne? Dass das System gestürzt wird. Und deswegen sieht das gerade so aus, wie es hier gerade aussieht, dann denke ich mir. Also das wird der ausschlaggebende Grund sein. Bloß, dass unser Fall halt explizit damit zu tun hat. Nur wissen wir halt nicht, ob wir das jetzt waren. As if every shout, scream and noise in this city cancel each other out. As if all of this was meaningless. Ob wir das hier jetzt alles waren, in unserem komplett kaputten Kopf, der uns vorgaukelt, dass wir hier den Fall lösen wollen, aber im Endeffekt sind wir derjenige, der hier alles angestachelt hat und geplant hat. Boah, sieht mega gut aus. Leute. Also hier in 2K-Auflösung auf dem großen Bildschirm, das sieht echt mega gut aus. Is that they watched over the life threat of mortals and gods. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Will fall. Slowing down. She seems to be running out of strength. Ach so, ja, und nur die Reichen und Schönen konnten sich dann halt auch die jüngeren Körper und sowas dann leisten, ne? Um jedes Mal wieder in neue Körper zu gelangen und so. Deswegen, die rennt weg. Okay, das ist schlecht. Wir sollten uns beeilen. Und deswegen ja auch Justice to the Rich. So, die denn ja auch mit dem Körper der Armen und den Körpern aus dem Waisenhaus etc. da, die alle verschandelt haben, ne? Kara? I couldn't believe when the system spat out your name. And you just happened to be in the middle of this shitstorm. I need your help. Jane Salma's in danger. What are you doing? Don't get him involved. A famous psychologist, Jane Salma?
What the fuck have you got to do with her? Wait a minute. She was taking care of Green, right? I need to get her out of here! You've been screwing with the case this whole time? After I told you to drop it? Fucking course you couldn't. You are under arrest! Boss. Damn you. Not enough time for this anyway. Ups. Hätte ich was anderes sagen sollen? Wow, okay. Da kommt was geflogen. Also wenn wir das auch überlebt haben, ne, dann haben wir eine Plot Armor. Natürlich. Logisch, überlebt man. Die Plot Armor hat zugeschlagen. Wir sind völlig am Arsch. Also wir waren vorher schon am Arsch, ne? Aber jetzt ist ja völlig, meine Güte. Oh nee, das sieht gar nicht gut aus. Dass wir überhaupt noch leben, ist ein Wunder. Ja, gut. Ja, Alter, ich glaube, wir sollten selber gerettet werden. Wie soll ich denn noch jemand anderes retten? Warte mal, sind wir gerade... Wir sind doch gerade zurück... Hä? Warum laufen die eigentlich? Ja, ist ja gut. Ich tue mein Bestes, aber... Jetzt läuft hier auch schon keiner mehr. Sind schon alle. Boah, Alter, wir sind noch nicht mal da. Mach noch nicht so ein Heckmeck hier. Ey, wir sind selber völlig am Arsch. Wow. Hey. Hey, ja, klar, sie erschießt mich. Ja, natürlich. Salma is innocent. Let her go. Salma knew the darkest friend in this world, and she didn't raise a finger. She did nothing about it. Nothing. Okay. You deserve each other. Mutig. Sind sie durch sie am Kämpfer von Green gekommen? Dieser Körper gehört nicht Selma, wissen Sie? Were you working together? How long have you had control of our body? If we were working together, you wouldn't have stood a chance. She fought it a long time. But in the end, I won. Ich gehe noch mal näher ran, ich versuch's einfach. How many innocent people will you sentence to death or to the bank? The end justifies the means. Zieh die eigentlich hin. Selma, can you hear me? You can't get control. Fight him. She can't hear you anymore. I don't influence her like you, Green and Kovalev. We become one. Das war knapp. I've heard enough.
Get out! It's time to end it! What are you gonna do? Sacrifice this body? Third time lucky! Nein, ich will sie nicht erschießen. Ich will sie nicht erschießen. Aber ich weiß, dass ihr sie erschießen wollt. Warped by traumas, psychoses. It's time to end this, James. Wollen wir wirklich schießen? Ali nix schuld. Is it so hard for you to understand all of this? You've been living a stolen life. For what? To let everyone down? To fall? You should be thanking me. Ich bin neugierig, deswegen habe ich nicht geschossen. Ich bin einfach neugierig, was passiert. Weil ich glaube, 90% der Leute würden im ersten Spieldurchlauf wahrscheinlich entscheiden zu schießen. Ich werde es nicht machen. Und es wird wahrscheinlich auch das schlechte Ende sein. So, es hat den Anschein, dass es das schlechte Ende sein wird. James? Amit, help me. Is my body okay? Ja, dein Körper, kannst du mir erstmal helfen, bitte? Ich glaube, ich werde sterben. Was geschah wirklich mit Jane Selma? Finde Selma vor dem Mörder. Okay, ich habe zumindest eine Errungenschaft. Ja, ich weiß nicht, ob wir sie kampfunfähig gemacht hätten oder ob wir sie tatsächlich wirklich getötet hätten. Also den Körper denn auch unschändlich gemacht hätten, ne? Also nicht mehr benutzbar. Was für Sarah denn natürlich schlecht gewesen wäre, weil das ja ihr Körper ist, den sie dann nicht mehr benutzen könnte. Aber keine Ahnung, das werden wir beim Plan. Das kann man denn entweder auf YouTube sehen, wenn jemand ein anderes Ende gewählt hat. Oder ihr spielt es selber durch. Aber ich glaube, wir haben hier generell das schlechte Ende. Ich glaube, das wird nicht das gute Ende sein. Finde Trost. Oder nicht. Das klingt sehr nach einem schlechten Ende. Ich vermute jetzt mal, das ist Nils, ne? Belebt. Kara James. Oder wurde ich jetzt auch ins okay. Unser Bewusstsein ist jetzt auch eingespeichert in der Bank.
in der Bewusstseinsbank. Boah, ist super dystopisch, wow. Ist im Prinzip so ein bisschen wie Matrix, wo die Menschen, die Babys als Batteriezellen einfach gezüchtet werden. Nur, dass es hier halt das Bewusstsein ist und nicht die Körper, die zu Energie umgewandelt werden. Sondern einfach nur das Bewusstsein, das dann gespeichert wird. Wow. Ah, ich glaube, das Ende war nicht ganz so gut. Kehre in die Dunkelheit zurück. Ja, das klingt nicht gut. I dragged my feet calling for a long time. I knew you wouldn't pick up, obviously, but it still wasn't easy. Bits and pieces of our last conversations haunt me at night. I still can't put them together. I believe that you had your reasons. I have to believe it. I tried to find something out from Salma, but she completely cut herself off and removed the sewn-in GPS tracker. I thought it was over for me. Until one day, some bigwigs in suits came in here. I shot one of them. Stupid misunderstanding. Just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. So I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her. Just like you'd fight for Rachel. Take care, partner. Na gut, am Ende hat sie dann ja doch noch ihren Körper zurückbekommen. Wir haben uns quasi geopfert. Okay.